Hallöchen meine Guten, herzlich willkommen zu einem neuen Bastelideen-Video und wir basteln natürlich wieder eine Karte zusammen und wie immer verlinke ich euch am Ende des Videos zwei weitere Bastelideen. Wenn euch diese nicht gefällt, dann schaut doch einfach mal nach, ob euch die anderen beiden vielleicht zusagen und hier seht ihr schon, was ich heute für meine Karte benötige. Und zwar einen Kartenrolling, wieder mal in Weiß. Dann habe ich mir drei verschiedene Papiere ausgesucht. Einmal hier so ein Türkis, dann so ein Spiegelkarton, der ist so lila, aber wenn ich jetzt drauf gucke, scheint er so dunkelblau, schwarz sogar schon. Da habe ich mir diese Stücken hingelegt und dann habe ich mir noch einmal so ein Motivpapier, was so ein bisschen, ja, so verwischt ist. Dann benötige ich zwei Standschablonen, einmal so eine Art Tag und einmal ein Herz. Selbstverständlich hier drüben die Schneidemaschine, da die Stanzmaschine. Dann brauche ich dreimal Klebemittel. Und zwar habe ich einmal hier so einen ganz normalen Kleber, das Formtape, was so ein bisschen erhöht ist, und dann einmal ein doppelseitiges Klebeband, das ganz, ganz dünne. Dann brauche ich einen Stempel. Ich habe hier genommen With Little Love mit so einem Herz noch dran. Das seht ihr gleich. Dann ein Stempelkissen, einen schwarzen Edding. Hier habe ich noch ein Stück weißes Papier, weil ich diese Form, die Stanzmaschine, also die Stanzschablone hier ausstanzen muss. Und noch ein Blatt Papier, wo ich ein bisschen rumschmieren kann. Eine Lochzange und einen kleinen Brett und natürlich noch ein Lineal. Als allererstes schneide ich mir mein Hintergrundpapier zurecht und ich mache bei der Karte immer so, dass ich so einen kleinen weißen Rand habe. Die Karte ist 10,5 mal 14,5, sage ich ungefähr. Also nehme ich immer hier einen halben Zentimeter weg und hier. Also schneide ich mir jetzt eine Karte zurecht, die 10 mal 14 ist. Und dann klebe ich das Papier gleich mit doppelseitigem Klebeband, das normale, seht ihr, das habe ich vergessen hinzulegen, klebe ich das dann hier drauf. So, ich teste vorher, ob das auch passt. Hier habe ich in dem Papier auch so diesen Grünstich drin, den ich hier bei diesem Papier habe. Fällt mir jetzt erst auf. So, ich schaue. Ja, das passt. Und jetzt nehme ich dann das ganz normale, 12 mm müssten das sein, und klebe einmal rundherum. Wenn ich das gemacht habe, muss ich ausstanzen. Und zwar benötige ich einmal ein Weiß. Und jetzt muss ich mir überlegen, welches von den, jetzt fällt irgendwie noch runter. So, welches von den Papieren möchte ich auch mit dieser Stanzform haben? Und ich habe mich dazu entschlossen, das hier auch dann mit auszustanzen. Ich lege mir das jetzt erstmal hier so hin und mache gleich mal ein Herz noch mit. Dann lohnt sich das Durchkurbeln wenigstens. So, das Weiß kann weg. Von diesem Papier benötige ich insgesamt 4 Herzen. Das heißt, ich muss jetzt nochmal 3 solche Herzen ausstanzen. Und hiervon mache ich auch noch einmal diese. So, die Kamera ist ausgegangen. Ich weiß gar nicht, wo ich geendet habe. Also von diesen Herzen, von dieser Farbe brauche ich 4 Stück. Und hier brauche ich eine so eine Vorlage. So, und von diesem Papier brauche ich 5 Herzen. So, nochmal in der Übersicht. Die beklebte Karte, 5-mal hiervon die Herzen, 4-mal hiervon, einmal ein Tag in der Farbe, wo ich nur die 4 Herzen habe, und einmal ein weißes. Jetzt schiebe ich mir das erstmal hier zur Seite und jetzt benötige ich meinen Stempel und hier kommt jetzt mein Spruch drauf. Thank you.
So. Wenn ich das gemacht habe, benötige ich hier meine Unterlage, wo das Ganze gekritzelt drauf ist, und meinen Stift. Und jetzt ziehe ich hier rundherum einen schwarzen Rand. Das mache ich per, ja, freie Hand, da nehme ich jetzt kein Lineal oder so. Ich mache einen dünnen Rand. Wenn es mir zu dünn ist, gehe ich nochmal nach. Wenn ich das gemacht habe, nehme ich hier meinen anderen Tag, ich sage jetzt einfach mal Tag dazu, lege die aufeinander und nehme meine Lochzange und mache mir hier oben so ein kleines Loch rein. Jetzt lege ich mir das hier so hin und nehme ein ganz, ganz dünnes Klebeband und mache mir hier so einen kleinen Streifen hin. Den mache ich so ein bisschen schräg. Jetzt lege ich die Löcher wieder übereinander. Und schaue, dass das Farbige so ein bisschen rausguckt. Und drück das fest. Jetzt nehme ich mal ein Brett. Mach den hier einmal durch. Achte wieder drauf, dass das Umgeknickte nicht drüber schaut. So, jetzt nehme ich mein Herz von dieser Farbe und überklebe dieses Herz, also dass das dann so aussieht. Dann nehme ich den Flüssigkleber. Da mache ich nur so ein bisschen in die Mitte, weil der sich sehr schön verteilt. Den mache ich jetzt hier hin. So, drück den fest. Dann hole ich meine Karte. Nehme mein Foam Tape, also was so ein bisschen erhöht ist, und schneide mir die Größe ab, wie der Tag ist, also dass ich das da hinten so draufkleben kann. Jetzt klebe ich mir das hier unten in die Ecke. Ich schaue, dass hier so ein bisschen an der Seite so ein bisschen rein ist und hier unten, also nicht gerade so runter, sondern dass das hier so ein bisschen noch das Papier rausschaut. Und drück das fest. Und jetzt habe ich die Herzen und zwar fange ich mit dem Papier an, was hier hinten rausguckt. Ich lasse mir hier so einen kleinen Rand. Ich nehme hier immer so 2 cm, also 1 cm 2 und lege die Spitze an die 2 cm an. Von der anderen Farbe mache ich das gleiche von oben. Also ich lege mir die Herzen erstmal hin, ob die dann auch so passen. So, das passt. Und zwar sind hier wirklich die Spitzen immer in oben der Kerbe von dem Herz drin. Also da ist kaum Spielraum. Und ich mache es immer so, dass ich mir das jetzt festklebe und das festklebe und dann die anderen halt nach und nach dann zum Schluss dran sind. Also dass ich praktisch Anfang und Ende schon mal fest habe. Und das mache ich jetzt.
So, und fertig ist meine Herzkarte. Also ich finde die richtig cool. Und wie immer natürlich in einem weiteren Video habe ich andere Papiere verwendet. Also wenn euch das interessiert, schaltet die nächsten Tage wieder ein. Ich zeige euch die jetzt nochmal ein bisschen von nahem. So, das war's mit der Anleitung. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachmachen, beim Kreativsein und dann sage ich mal bis morgen zum nächsten Video und ja, bis bald. Eure Katrin. Tschüss!